der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Vielleicht, also es war eigentlich unglücklich, dass wir zurückliegen zur Halbzeit. Ich sag mal 1-1 oder 2-2 wäre gerecht gewesen zum Halbzeit oder zum Pausentee. Und was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, muss man auf der einen Seite der Schalker Qualität zuschreiben. Was man mal sagen muss, es ist eben wieder was ganz anderes. Deswegen war das heute auch unheimlich lehrreich, vor allem in der ersten Halbzeit, dass dieses 1-0 keine Sicherheit gegeben hat, dass man gesehen hat, dass eine junge Mannschaft, die eigentlich mit dem Ball umgehen könnte, aber dann war es wirklich vom Torwart bis, weiß nicht, fast alle haben Pässe gespielt über 5 Meter, die nicht zum Mann kamen, nervös geworden und. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit Glück, dass es auch nicht 5-6-7-1 ausgeht. Ne? Also genauso, wir hatten in der ersten Halbzeit Pech, dass wir die Unentschieden schieben, in der zweiten Halbzeit hatten wir Glück, dass es nicht nachher hinten raus noch höher ausgeht. Wichtig war natürlich, dass wir dann noch die Tore nachgelegt haben, wobei auch noch viele einfache Chancen verballert wurden. Aber nichtsdestotrotz, es hat Spaß gemacht, ich denke, den Zuschauern hat es auch Spaß gemacht. Wir müssen trotzdem unsere Lehren daraus ziehen, was wir verbessern müssen. Und ich kann einfach nur knapp in so einer Mannschaft viel Glück wünschen. Ja, ich glaube, das war eine ordentliche Leistung von uns mit einem richtig beschissenen Ergebnis.